Liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu Teil 2 meiner Tutorial-Guide-Serie für Europa Universalis 4. Heute geht es um Krieg und alles, was irgendwie dazugehört. Es soll so ein kompaktes Video zu dem Thema werden. Das ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und vielleicht auch für Profis sogar. Ich will mit dem ganz grundsätzlichen Thema jeweils anfangen und dann arbeiten wir uns in die Details vor, in die feinen Mechaniken, ohne dabei jetzt aber ganz tief in die Mathematik des Games einsteigen zu wollen. Worum geht's? Natürlich um Angriff, um Verteidigung, Belagerungen. Wir wollen über die ganz wichtige Zusammenstellung der Armee sprechen, über alle relevanten Werte wie Moral, Disziplin, Armeetradition und so weiter. Und ein wichtiger Hinweis noch, das Ganze nehme ich jetzt auf mit Patch 1.21 im Mai 2017. Das heißt, wenn ihr das in 2-3 Jahren guckt, könnte sein, dass sich dann einiges schon wieder verändert hat. Paradox ja sehr aktiv dran arbeitet. Und wenn euch nur einzelne Themen interessieren, dann schaut in die Videobeschreibung. Da verlinke ich das dann entsprechend mit den einzelnen Zeiten. Und jetzt, ohne weiter Zeit zu verlieren, legen wir los. Wir sind angekommen im Kirchenstaat, gelegen im Herzen Italiens. Und wir wollen dieses wahrhaft göttliche Reich erweitern. Wir wollen Florenz angreifen und uns zu eigen machen. Dazu stehen bereit 14.000 Mann. Aber bevor wir angreifen können, wollen wir kurz darüber sprechen, wie rekrutieren wir diese Armee und wie stellen wir sie zusammen und welche Werte sind denn besonders wichtig für sie. Erster Punkt, die Rekrutierung. Ganz kurz natürlich über die Provinzen direkt, hier zum Beispiel Rom, Regiment rekrutieren. Oder über das Produktionsinterface, reguläre Einheiten oder Söldner sind dann eure Option. Ein Wort zu den Söldnern. Söldner sind nur begrenzt verfügbar. Jetzt zum Beispiel 24, später werden es noch ein paar mehr. Kosten dafür aber auch einiges mehr, hier zum Beispiel 0,25 monatlich, verglichen mit 0,21 monatlich der normalen Infanterie. Dafür schonen sie aber eure Rekrutenreserve, den Pool an Männern, die ihr zur Verfügung habt, um eure Armee erstmal aufzubauen und später auch wieder aufzufüllen, wenn ihr Schaden erleiden solltet. Söldner sind also immer eine ganz gute Wahl, wenn es da Probleme gibt und oder ihr genug Geld auch dafür habt oder ihr seid total verzweifelt. Wenn ihr Söldner rekrutiert, würde ich euch grundsätzlich dazu raten, eher Infanterie zu nehmen. Die kostet zum einen weniger, plus sie steht in der ersten Reihe, erleidet also mehr Schaden. Dadurch könnt ihr dann Kavallerie und Artillerie schonen. Artillerie haben wir jetzt noch nicht. Gucken wir uns mal kurz die Zusammenstellung unserer Armee an. Seht ihr 12.000 Mann Infanterie und 2.000 Mann Kavallerie. Das sind spezifische Truppentypen, die können wir euch ansehen über das Menü. Dann geht zum Beispiel zum Militär, dann habt ihr die Einheiten, die zur Verfügung stellen in dieser Zeit. Die werden jeweils besser, wenn wir uns technologisch da weiterentwickeln. Einheiten bekommen Punkte auf Fernkampf, Nahkampf und Moral. Wir haben uns hier für den ausgeglicheneren Typus entschieden mit Offensivmoral und Defensivmoral. Gleiches gilt für die abendländischen Ritter, auch die sind die ausgeglichenere Variante hier. Bevor es losgehen kann, gucken wir noch gut. Artillerie fehlt uns, ist aber nicht so wichtig, wir thematisieren es einfach trotzdem. Insofern verpassen wir da nichts. Artillerie im Jahr 1445, wir sind einfach noch ein bisschen früh dran. Grundsätzlich gilt bei der Zusammenstellung eurer Armee, dass ihr das Infanterie- und Kavallerieverhältnis beobachten solltet bzw. beachten müsst. Das liegt für unsere Nation bei 50%. Wenn ihr zu viel Kavallerie in der Armee mitnimmt, bekommt ihr den Malus unzureichende Unterstützung, das heißt, ihr erleidet stärkere Verluste im Kampf. Andere Gruppen, wie zum Beispiel Nomaden, können meines Wissens sogar 100% Kavallerie ins Feld führen. Ob das jetzt aber grundsätzlich besser ist und empfehlenswert ist, sei mal dahingestellt. Sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir wirklich in die Schlacht reingehen und uns mal angucken, wie da das Schlachtfeld aufgebaut wird. Es gibt da aber auch keine grundsätzliche Antwort. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Terrain an beispielsweise. Auch dazu gleich mehr. Grundsätzlich gilt, wenn dann auch die Kanonen noch dazukommen später, ihr solltet immer mehr Infanterie und Kavallerie zusammen mitnehmen als Artillerie plus weitere Infanterie in Reserve. Nehmt nie zu viel Artillerie mit. Die wird zwar immer wichtiger im Laufe des Spiels, während Kavallerie eher weniger wichtig wird, aber übertreibt es auch nicht. Jetzt zu Beginn sind wir erstmal ganz gut aufgestellt mit unseren 12.000 und 2.000 Mann. Ihr könnt auch über 4.000 Mann Kavallerie nachdenken, 2.000 ist insofern schon mal
das Minimum, auch weil wir unsere Flanken mit Kavallerie abdecken wollen. Auch das gucken wir uns gleich im Schlachtenbildschirm dann mal an, wenn wir den Florentinern ja, zu Leibe rücken. Bevor wir aber losmarschieren können, brauchen wir noch einen Anführer, den wählt ihr hier. Bezahlt ihr mit militärischer Macht. Und Monsieur Garda, beziehungsweise Monsignore Garda, den können wir gleich mal anheuern. Der hat, ähnlich wie die Einheiten, Punkte für Fernkampf, Nahkampf. Das entspricht den Phasen, in denen diese Schlachten ablaufen. Gucken wir uns gleich an. Dazu Punkte auf Manöver, das heißt, der Mann kann seine Armee ganz gut bewegen oder auch schnell bewegen. Und er hat auch noch einen Vorteil, wenn es dann in die Belagerung geht. Theoretisch könntet ihr auch den Monarchen bzw. seinen Erben zu Anführern machen. Aber als Theokratie ist uns das nicht möglich. Ist insofern hilfreich, als dass man nur begrenzt Anführer generieren darf. Und danach würde man dann mit militärischer Macht pro Monat zahlen. Manchmal muss man das. Einfach gerade später im Game, wenn man viele größere Armeen hat, die Anführer brauchen. Denn Anführer sind extrem wichtig im Spiel. Eine Armee ohne Anführer ist eigentlich ein gefundenes Fressen. Wie kommen diese Werte zustande? Wir gehen nochmal zurück und gucken uns die Werte an. Nächstes großes Thema nach der Zusammenstellung der Armee. Welche Werte sind relevant? Für die Punkte des Anführers ist das die Armeetradition. Das steht jetzt hier nicht. Muss man sich tatsächlich nur extra anlesen. Armeetradition entscheidet also darüber, wie stark die Werte sind. Ist sie höher, bekommen wir bessere Werte. Es geht dann bis hin zu 3 Sternen. Ihr seht, hier sind wir gerade bei einem 1-Sterne-General, der tatsächlich auch nicht besonders gut ist. Armeetradition stärkt aber auch zum Beispiel Moral und Moralregeneration der Armee. Und ihr seht da auch noch ein paar andere Auswirkungen. Wie kommen wir an Armeetradition? Unter anderem durch siegreich geschlagene Kämpfe. Es steigert also die Moral, der wahrscheinlich wichtigste Wert einer Armee. Ihr seht auch, Moral wird nicht nur durch Armeetradition, sondern zum Beispiel auch durch das Prestige gesteigert. Grundsätzlich gilt also, alles hängt wieder irgendwie mit allem zusammen in diesem Spiel, so dass man auch nach hunderten Stunden in EU4 neue Zusammenhänge entdecken kann und wahrscheinlich auch wird. Die anderen beiden wichtigen Faktoren in einer Schlacht sind zum einen die Disziplin und die Militärtaktik. Auch hier zum Beispiel beeinflusst die Disziplin wieder die Militärtaktik und die Militärtaktik gibt beispielsweise an, wie viel Schaden wir erleiden werden, beziehungsweise verringert den Schaden, den unsere Truppen erleiden werden. Wie können wir diese Werte steigern? Es gibt ein paar Möglichkeiten, zum einen durch Technologien. Zum Beispiel seht ihr, die nächste Technologie gibt uns Moral- und Militärtaktik-Bonus. So schalten wir auch die neuen Truppentypen frei beispielsweise. Dazu kommen die Ideen. Einmal zum Beispiel die Ideen jeder Nation. Da sind wir sehr, sehr schlecht aufgestellt. Nur am Ende würden wir 5% Disziplin bekommen. Weitere Möglichkeit sind die militärischen Ideengruppen. Ein paar Beispiele, zum Beispiel Offensivideen erhöht das Einheitenlimit, das wir gerade voll ausgeschöpft haben. Wenn ihr über euer Einheitenlimit geht, müsst ihr deutlich mehr Gold bezahlen für eure Armee. Dann haben wir die Quantitätsideen, die erhöht zum Beispiel die Rekrutenreserve, also den Männerpool, über den wir schon gesprochen haben. Qualitätsideen erhöhen die Kampfkraft eurer Truppen, ganz grundsätzlich gesagt. Und zum Beispiel die defensive Ideen, die erhöhen 15% Moral. Vor allen Dingen wichtig, das kommt sehr früh im Spiel. Das heißt, hier kann man zum Beispiel sehr früh zuschlagen und sich sehr früh einen Vorteil erarbeiten gegenüber den Feinden. Generell gilt, Timing ist fast alles. Wenn ihr also schnell an Technologien kommt oder an Ideen kommt, könnt ihr euch einen Vorteil erspielen und dann ja, in der Schlacht mit technologischer oder moralischer Überlegenheit den Sieg davontragen. Da sind manche Nationen besser für geeignet als andere. Der Kirchenstaat ist keine Militärmacht und wird es auch im Laufe dieses Spiels nicht werden. Ganz anders zum Beispiel als Frankreich oder Schweden. Oder später sollte es Preußen geben, hier in der Region. Preußen ist wahrscheinlich die stärkste Militärmacht, wenn sie alle Ideen durchbrücken können. Frankreich aber auch extrem mächtig mit ihrem berüchtigten Elan, der 20% Moralbonus zum Beispiel gewährt. Muss allerdings auch erstmal freigeschaltet werden. Das heißt, das Ganze entwickelt sich natürlich auch im Laufe des Spiels. Manche Nationen haben also eher am Anfang ihren Vorteil, andere eher im Late Game. Bevor es jetzt tatsächlich endlich losgehen kann, letzten Vorbereitungen sollten getroffen werden. Wir können nicht einfach so einmarschieren, wir brauchen einen Anspruch. Ein Anspruch zum Beispiel
auf Arezzo. Könnt ihr entweder direkt fingieren. Dazu müsst ihr erstmal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Das haben wir schon mal gemacht. Könnt jetzt sagen, ja, Arezzo, das soll uns gehören. Wenn ihr keinen Anspruch habt, müsstet ihr ohne Kriegsgrund einmarschieren. Das gibt nicht nur Minusstabilität, sondern auch noch einen verdammt miesen Ruf bei euren Nachbarn. Zweite Möglichkeit wäre es, eine Mission zu wählen. Auch hier seht ihr zum Beispiel, erobert Arezzo bzw. erlangt Ferrara zurück. Wir entscheiden uns ebenfalls für Arezzo, weil wir jetzt darüber hinaus eben auch noch, wenn wir siegreich wären, dann als Belohnung Regeneration der Rekrutenreserve und Prestige jährlich erhalten würden. Lohnt sich also immer da mal zu gucken. Dadurch spart man sich auch den Aufbau eines Spionagenetzwerks. Grundsätzlich solltet ihr übrigens immer Ansprüche haben auf eure Provinzen, weil ihr dann später nicht so viel dafür bezahlen müsst. Sprechen wir ja ganz am Ende nochmal drüber. Und bevor es losgehen soll, können wir auch nochmal einen Blick auf die Berater werfen. Auch da könnten wir noch einen Bonus rausholen. Hier zum Beispiel Mr. Vecchio gibt uns 5% Disziplin. Kostet uns auch ein bisschen Dukaten. Wir sind ohnehin eigentlich schon im Minus. Aber da das Ganze hier nur Vorführungscharakter haben soll, ist das erstmal nicht so relevant. Später solltet ihr natürlich ein bisschen mehr darauf achten, ob ihr euch das Ganze auch leisten könnt. Florenz ist das Problem, ist Teil des Heiligen Römischen Reiches. Hier haben wir es. Und wenn wir jetzt sagen, jawohl, wir greifen an, Krieg erklären, seht ihr, Österreich wird mitkommen, denn Österreich ist der Kaiser. Wir könnten Venedig reinrufen, die haben wir uns als Verbündete gesucht. Aber ob das reicht, denn theoretisch könnte Österreich auch noch Ungarn, die Pfalz, Aragon, Genua und auch Savoyen in diesen Krieg reinrufen. Also es ist nicht gesagt, dass wir das gewinnen. Im Gegenteil, es ist ein Himmelfahrtskommando. Aber wie gesagt, Vorführcharakter. Es geht eher darum, die Mechaniken zu zeigen und nicht darum, es tatsächlich auch zu gewinnen am Ende. Aber ganz generell mal, ich meine, wir sind der Kirchenstaat. Wer wäre geeignet dafür? Ein Himmelfahrtskommando. Bevor es dann wirklich endlich losgeht, man sollte die Festungen aktivieren, entweder über die Provinzen direkt oder könnt ihr auch hier im Militärbildschirm machen. Ich hatte Avignon stillgelegt, um Geld zu sparen. Jetzt sollte man sie aktivieren. Man sollte jetzt normalerweise auch ein paar Monate verstreichen lassen, damit sich die Garnison wieder auffüllen kann. Die ist nämlich gerade bei Null. Rom zum Beispiel ist die ganze Zeit aktiv gewesen und hat eine Mannstärke von 3000 in der Garnison, ist dadurch also deutlich besser verteidigt. Bevor es losgeht, bewegen wir unsere Armee mal noch, damit wir Florenz vom Norden her angreifen können, weil sie uns hier sonst möglicherweise entkommen. Das ist nämlich ein bisschen komplex. In Florenz ist eine Festung. Die Festung definiert die Bewegung. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Arezzo gehen, wird Florenz die Bewegung blockieren Richtung Pisa. Das heißt, wir können da nicht einfach so reingehen und Florenz könnte uns entkommen. Müssen wir also aufpassen. Das kann also endlich mal losgehen. Die Armee bewegt sich. Gleiches gilt für die Flotte. Die könnt ihr natürlich auch schon, bevor der Krieg überhaupt startet, schon mal in Position bringen. Wir benutzen sie in dem Fall einfach nur, um Pisa von der Seeseite her zu blockieren. Und jetzt stehen wir bereit. Jetzt können wir auch vor allen Dingen die florentinische Armee direkt angreifen. Direkt in Florenz attackieren. Werden wir jetzt auch tun. Während uns Kastilien ein Bündnisangebot sendet. Das nehmen wir einfach mal mit. Nicht, dass wir es jetzt tatsächlich brauchen. Aber warum nicht? Kastilien wäre darüber hinaus auch nicht daran interessiert, uns zu helfen. Die sagen, der Krieg ist viel zu weit weg. Venedig sagt aber, jawohl, wir sind dabei. Hier haben wir die Kriegsgründe. Später kommen noch andere dazu. Zum Beispiel Imperialismus und so weiter. Es gibt auch noch religiöse Gründe. Das wird immer mehr, aber der Einfachheit halber nehmen wir mal den Standardgrund. Eroberung von Arezzo. Das heißt, unser Ziel wird es sein, Arezzo in diesem Krieg zu kontrollieren. Wenn wir das nicht tun, wird der Warscore gegen uns ticken. Gucken wir uns gleich mal an, wenn wir im Krieg sind. Krieg erklären. Nicht vergessen, die Verbündeten mitzunehmen. Jetzt sind wir endlich drin. Wir können, bevor wir denn überhaupt starten, direkt reinmarschieren. Dadurch wird uns Florenz auch nicht mehr entkommen können. Verlieren nicht unnötig Zeit. Ihr seht auch, dass unser Vasall Urbino automatisch helfen wird. Und schon sind wir in der Schlacht. Gucken wir uns endlich mal an, was hier passiert. Erste wichtige Sache, Florenz erwischen wir ohne Befehlshaber. Das wird sich extrem negativ auf ihre Moral und ihre Kampfkraft auswirken. Wir hingegen haben mit Mr. Garda einen deutlichen Vorteil jetzt auf unserer Seite. Wir haben allerdings das Terrain gegen uns. Ihr seht hier Gelände minus 1. Was bedeutet diese minus 1?
Schlachten werden gewürfelt gewissermaßen. Immer in Runden, nah und fern. Wir haben jetzt zum Beispiel mit einer 9 in der letzten Runde geglänzt und Florenz nur eine 7 erhalten. Die Würfel definieren letztlich den Moralschaden. Wir beginnen alle mit dem Maximum und wenn die Moral sinkt und sinkt und sinkt, gewinnen wir letzten Endes. Darüber hinaus geben die Würfel auch Auskunft darüber, wie viel Verluste der Feind erleidet, beziehungsweise die definieren die Verluste in den feindlichen Reihen. Wenn euch die Mathematik dahinter jetzt ganz im Detail interessiert, würde ich euch an dieser Stelle ans Wiki verweisen, die das nochmal im Einzelnen auch aufgeschlüsselt haben. Jetzt seht ihr hier aber das schon angesprochene Minus durch das Gelände. Ist also ein Minuspunkt auf den Würfel. Gleichzeitig gewinnen wir durch unseren Anführer plus 1. Wir erinnern uns an die Werte. Wirkt sich also wiederum positiv für uns aus. Das Terrain sind Hügel. Würfelergebnis für Angreifer minus 1. Würden wir zum Beispiel in Pisa kämpfen, gäbe es diesen Malus nicht. Es könnte aber auch noch schlimmer sein, zum Beispiel in Tirol oder Südtirol kämpfen mit minus 2. Macht es nochmal deutlich schwerer. Umgekehrt für Verteidiger, wenn ihr verteidigt und selbst wenn ihr unterlegen seid, ja, zieht euch in die Berge zurück. Das gibt euch einen massiven Bonus. Gerade zum Beispiel für Nationen wie Aragon oder auch Navarra, sagen wir mal, das wäre später alles Spanien, die sind hier ganz gut geschützt. Mit Festungen in Navarra und dann vielleicht Girona oder Roussillon kann man sich ganz gut verteidigen, denn dazwischen liegt das Ödland, die Pyrenäen, da kann man nicht einfach so rüber. Zurück zur Schlacht. Welche weiteren Faktoren? Wir finden hier wieder Disziplin, Moral und Militärtaktik, die wir jetzt einfach vergleichen können mit unserem Feind. Dazu noch die Zahlen und, kommen wir mal zum Wichtigsten, die Schlachtreihen. Hier oben wir, unten der Feind. Ihr seht zum einen, wie sie positioniert sind, das wird automatisch gemacht, und auf welche Feinde sie zielen können. Dazu gibt es noch die Gefechtsbreite, die ist aktuell beschränkt auf 20. Erweitert sich im Laufe der Kampagne dann aber. Das heißt, die Gefechtsbreite gibt ganz einfach an, wie viele Einheiten gleichzeitig in so einer Schlacht gegeneinander kämpfen können. Die Gefechtsbreite kann auch noch limitiert werden, zum Beispiel durchs Terrain. Und jetzt sehen wir hier, in diesem Gefecht gibt es zwei Reihen. Reihe 1, da steht jetzt natürlich der Hauptteil der Armee. Der Feind komplett in Reihe 1. Wir haben noch ein paar in der Hinterhand hier positioniert, offenbar. Und dann gehen sie aufeinander los. Entscheidend ist, und jetzt kommen wir mal zu den Kanonen. Hätten wir jetzt Kanonen in der Armee, würden die in der Regel, manchmal passiert auch Quatsch, aber im Normalfall wären die Kanonen in Reihe 2. Das Besondere, Kanonen können aus Reihe 2 angreifen. Infanterie kann das nicht. Das verändert natürlich die Dynamik der Armee dann ganz massiv. Also den Schaden, den wir gleichzeitig verursachen können. Wenn wir nur mit Infanterie dastehen und keine Kanonen haben, werden wir nicht so viel Schaden machen können wie unser Feind, der vielleicht noch eine gute zweite Reihe hat mit Kanonen. Allein deshalb ist eine Armee, die zum Beispiel nur aus Infanterie oder nur aus Kavallerie besteht, schon mal im Nachteil, weil sie nur auf Reihe 1 zurückgreifen können. Nachteil bei den Kanonen ist, wenn sie später mal in Reihe 1 landen sollten, denn wenn zum Beispiel unsere Infanterie, unsere erste Reihe zusammenbricht, dann werden automatisch die Kanonen vorgezogen, beziehungsweise aus der die erste Reihe ist weg, also wird die zweite Reihe zur ersten Reihe. Stehen Kanonen in der ersten Reihe, erleiden sie allerdings auch doppelten Schaden. Das heißt, sie sind eine offensive Bereicherung, in der Defensive allerdings schwach. Was uns zum vorherigen Punkt der Zusammenstellung bringt, ihr müsst verdammt aufpassen, dass ihr genug Infanterie mitnimmt. Artillerie ist zwar verdammt stark und eine wahnsinnig starke Ergänzung, aber ja, sie kann euch auch zum Verhängnis werden. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier zu Ende geht. Wir werden es jetzt wahrscheinlich relativ klar gewinnen. Ich gehe mal auf die niedrigste Geschwindigkeit, dass wir uns vielleicht noch ein, zwei Würfelrunden angucken können. Ihr seht, mit jeder Runde, alle 3 Tage wird gewürfelt, erleidet der Feind immer härteren Moralschaden, was jetzt in erster Linie daran liegt, auch dass sie keinen Befehlshaber haben. Wir haben sie da quasi erwischt, ohne dass sie nochmal überhaupt einen Befehlshaber aufstellen konnten. Die Schlacht ist also gewonnen, die Schlacht von Florenz. Ihr seht, wir bekommen Prestigebonus, wir bekommen Armeetradition, was sich, wir erinnern uns wiederum, auf unsere Moral auswirkt, beispielsweise, und das Prestige ebenso. Das heißt, erfolgreich geschlagene Schlachten verstärken unsere Moral. Macht irgendwie Sinn,
Im Gegenzug, ja, ist Florenz jetzt relativ demoralisiert. Und ganz wichtig, wir haben sie nicht nur einfach beschädigt oder ihnen Verluste, weil nein, wir haben sie am Ende komplett vernichtet, was jetzt vor allen Dingen daran lag, dass sie keinen Anführer hatten. Das heißt, wenn wir sowas überlegen gewinnen und eine Armee ohnehin schon angeschlagen ist, können wir in der Lage sein, sie zu zerstören. Wir hingegen haben nur 2000 Mann Infanterie verloren. Die werden wir jetzt aus unserem Pool wieder auffüllen können. Gleichzeitig haben wir plus Kriegsstand gewonnen, aber den Krieg noch lange nicht. Wir haben erstmal nur eine Schlacht gewonnen. Wenn wir uns angucken, um was wir kämpfen, sehen wir erstmal die Eroberung von Arezzo. Das ist das Kriegsziel. Das heißt, die Stadt sollten wir auch gleich mal belagern. Wir sehen die Kriegsparteien. Venedig mit seinen Untergebenen. Dazu auf der anderen Seite kommt Österreich. Übersicht über die Armeen, über die Flotten und über den Kriegsstand. Unser Ziel muss es jetzt in erster Linie sein, Arezzo einzunehmen und gleichzeitig auch Florenz, die Hauptstadt, zu Fall zu bringen. Denn nur dann können wir wirklich Forderungen stellen. Arezzo hat keine Festung, wird zwar den Kriegsstand ein bisschen erhöhen, weil es das Kriegsziel ist, aber entscheidend wird die Belagerung sein von Florenz. Ja, sprechen wir über die Belagerung, gucken wir uns das mal an. Wenn die Armee stehen bleibt in einer Provinz, wird automatisch eine Belagerung starten. Das heißt, wenn wir uns durchbewegen, passiert da gar nichts. Wenn die Armee aber mal einen Tag lang da steht, seht ihr, geht's los. Die Kanonen feuern. Die Kanonen, die es eigentlich noch gar nicht geben dürfte, tatsächlich. Aber gut, warum auch nicht? Auf jeden Fall brennt es schon ganz ordentlich in Florenz, in der Hauptstadt. Und wir gucken uns mal den Belagerungsbildschirm an. Auch hier läuft, ähnlich wie in der Schlacht, das Ganze in Runden ab. Hier dauern die Runden allerdings 30 Tage. Wir können mal langsam weiterlaufen lassen. Dann seht ihr, dass das immer weiter runter tickt, bis die 30 Tage rum sind, beziehungsweise in unserem Fall sind es gerade sogar 32 Tage, weil wir Malus bekommen durch die örtliche Verteidigung. Gleichzeitig sehen wir, dass Venedig kommt. Die werden vielleicht jetzt Arezzo besetzen für uns. Können wir uns dann auch gleich nochmal angucken. Was ist wichtig in der Belagerung? Es geht darum, Fortschritt zu erzielen. Der Fortschrittsmodifikator liegt in diesem Fall zwischen 0 und 12. Ab wenn wir 12 erreichen, werden wir diese Belagerung gewinnen. Und Florenz wird fallen. Erst danach können wir Florenz auch für uns reklamieren. Also Festungsstädte müssen besetzt werden. Sie müssen fallen, bevor wir sie fordern können in einem Krieg. Es wird, wie schon in den Schlachten, wird gewürfelt. Alle 30 Tage. Wir nehmen erstmal den ersten Würfel vielleicht mit. Wir uns dann angucken, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Ihr seht, von abgesehen, dass Burgund uns in unserem edlen Kreuzzug gegen die verräterischen Florentiner unterstützt, vielen Dank Burgund, sehen wir, dass wir die erste Runde direkt gewonnen haben. Wir haben direkt einen Fortschritt erzielt, indem wir eine 7 gewürfelt haben. Wie kommt diese 7 zustande? Es gibt verschiedene Modifikatoren. Zum einen haben wir unseren Belagerungswert des Anführers, plus 1, wir erinnern uns. Weiterer Faktor ist die Artillerie, die gibt es jetzt noch nicht. Gleichzeitig sind die Festungen jetzt aber auch noch nicht so stark. Grundsätzlich gilt, je mehr Artillerie, desto höher ist der Bonus, bis zu 5. Wenn die Festungsstufe höher ist, werden wir aber auch mehr Artillerie benötigen. Ich glaube, später ist das Maximum Artillerie, wenn ich mich nicht irre, 30 oder 40. Faktor auch die Belagerung von der Seeseite her. Spielt jetzt keine Rolle, weil es keine Seeseite gibt, aber zum Beispiel in Pisa sehen wir, wenn wir jetzt Pisa attackieren würden, hätten wir hier einen Vorteil. Und dann minus 3 durch die Festungsstufe. Die haben wir hier. Die liegt bei 3, entspricht dann dem Malus. Festungen können wir entsprechend verbessern. In 3 weiteren Ausbaustufen, die ganz schön ins Geld gehen. Maximum ist dann Festungsstufe 8, beziehungsweise eigentlich 9. Denn so eine Hauptstadt hat meiner Meinung nach auch nochmal plus 1. Wenn ich mich nicht irre, kann sein, dass ich euch da jetzt gerade sogar Quatsch erzähle. Es wird dann also gewürfelt. Das spricht für uns, das spricht gegen uns. Weiter hinzu kommt dann wieder ganz viel Mathematik, in der das Ganze ausgewürfelt wird. Das heißt, es wird jeweils ausgewürfelt, zum Beispiel 1 bis 14. Und der Belagerungsmodifikator 1 kommt noch dazu. Die minus 1 entsteht eben durch
durch das Plus, was wir erhalten, minus 3. Und wir bekommen einen Bonus, weil wir jetzt schon die erste Runde gewonnen haben. Also 1 plus 1, minus 3. Kann verschiedene Events gewissermaßen triggern, zum Beispiel Nachschubmangel. Der erhöht dann nochmal den Effekt auf den Belagerungsstatus. Entschuldigung, da kommt die plus 1 her. Nicht hier, da ist die andere plus 1. Wichtige Faktoren in dieser Belagerung. Auch hier würde ich wieder aufs Wiki verweisen, wenn ihr euch da die entsprechenden Effekte angucken wollt, wann was genau triggert. Wobei ihr es hier natürlich auch nachlesen könnt. Grundsätzlich gilt, wir nehmen immer Punkte mit und es steigert sich im Fortschritt. Wie können wir das noch beschleunigen? Theoretisch hätten wir Artillerie, könnten wir eine Bombardierung anordnen, dadurch eine Bresche schlagen. Kostet allerdings Macht und ist jetzt auch noch nicht möglich. Wenn es eine Bresche gibt, könnten wir auch versuchen zu stürmen, müssten uns dann mit den Verteidigern auseinandersetzen. 3000 Mann sind schon ganz schön viel. Die werden allerdings, ihr seht, nach und nach reduziert werden, beziehungsweise dezimiert werden. Würden wir jetzt, glaube ich, den Sturm wagen, mit 13.000 Mann direkt anzugreifen, das würde nicht gut gehen. Das würden wir verlieren. So stark sind die dann doch als Verteidiger. Gleichzeitig könnte der Verteidiger jetzt auch versuchen, einen Ausfall zu wagen. Auch das wäre möglich. So viel vielleicht zur Belagerung. Gucken wir uns kurz an, was passiert, wenn ich Arezzo angreife. Ich möchte jetzt natürlich nicht meinen Belagerungsstatus in Florenz verlieren. Deshalb reicht es, 1000 Mann dazulassen, in dem Fall sogar nur 700. Gucken kurz, was passiert. Jetzt seht ihr, von abgesehen, dass Österreich die K&K-Armee unter Albrecht von Neipperg sich nähert. Jetzt seht ihr, es geht nicht weiter. Denn wir brauchen pro 1000 Mann Garnison mindestens 3000 Mann eigene Truppen. Was ihr hier seht, benötigt die Regimenter 9. Das heißt allerdings auch, je höher die Festungsstufe ist, desto mehr Regimenter werdet ihr benötigen, um so eine Stadt zu Fall zu bringen. Allerdings, wenn ihr eure Armee anderweitig braucht und ihr euren Fortschritt nicht verlieren wollt, immerhin 1, reicht es, wenn ihr 1000 Mann da lasst. Die stellen immerhin sicher, dass ihr auf dem Status bleibt. Ihr macht zwar keinen Fortschritt mehr, aber ihr könnt auch nicht zurückfallen. Gleichzeitig sehen wir hier, wenn wir jetzt Arezzo belagern. Arezzo wird sehr, sehr schnell fallen. Arezzo hat nämlich keine echte Verteidigung. Da müssen wir nur 30 Tage warten und Arezzo wird gefallen sein. Dann kontrollieren wir das Kriegsziel. Vorher wird uns wahrscheinlich die österreichische Armee niedermachen. Aber wir vertrauen natürlich auf Gott und werden deshalb hoffentlich den Sieg davontragen. Aber das lassen wir mal im Ungewissen. Zwei, drei Sachen noch. Wir nähern uns dem Ende. Ihr seht hier diesen kleinen Totenkopf, der gibt die Zermürbung an. Zermürbung bedeutet, wir verlieren Männer. Die verlieren wir jetzt schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir belagern. Das sind immer mindestens 1%, minus 1%. Das heißt, wir werden kontinuierlich Monat für Monat Männer verlieren und die Rekrutenreserve benötigen, um die Truppen wieder aufzufüllen. Was nicht einfach so ganz schnell geht, es dauert einen Moment. Ihr seht hier auch, diesen Monat werden zum Beispiel 610 Mann neu dazukommen. Zermürbung würden wir auch erleiden, zum Beispiel, wenn unsere Armee zu groß ist für eine Provinz. Zwei Werte, wenn wir uns zum Beispiel Umbrien angucken, müssen da eine Armee bei kontrollieren, seht ihr ganz unten, es gibt ein Versorgungslimit und es gibt das Gewicht der Armata di Rom. Das Versorgungslimit gibt an, wie viele Truppen gleichzeitig auf dieser Provinz stehen dürfen. Es ist aber egal, ob es jetzt nur unsere Truppen sind. Auch wenn da andere Truppen, also Verbündete, können das auch hochtreiben, das Gewicht. Wenn wir da drüber gehen, bekommen wir auch wieder Zermürbung. Zermürbung ist nicht zu vernachlässigen. Am Anfang ist das noch nicht so relevant, weil die Armeen nicht so groß sind. Aber je größer die Armeen werden, desto größer wird dieser Effekt sein. Da könnt ihr verdammt viele Männer verlieren, einfach nur, weil eure Armeen groß sind und die Provinzen sie ja, gewissermaßen nicht ernähren können. Das Problem umgeht ihr, indem ihr die Armee aufteilt. Eine geteilte Armee ist allerdings auch wieder leichteres Fressen für den Feind. Insofern gilt es da, ja, weise abzuwägen und Kompromisse zu machen. Weiterer Punkt noch, wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen hier ganz schnell weg oder wir wollen, ja, schnell irgendwo helfen. Gewaltmarsch ist jetzt noch nicht verfügbar, erst ab Tech 15. Gewaltmarsch erhöht die
ja, Bewegungsgeschwindigkeit unserer Armee um plus 50%. Allerdings werden wir dabei keine Moral regenerieren können. Das heißt, wenn wir irgendwo verloren haben und unsere Moral ist im Arsch, dann wird sich das nicht verbessern. Aber Gewaltmarsch verschafft uns ein bisschen Flexibilität, kostet allerdings wieder Macht. Ich meine, 5 Militärmacht. Und wenn wir jetzt hier verlieren, und das tun wir, denn im Augenwinkel sehe ich, dass selbst Aragorn und auch Neapel und Savoy und Ungarn, alle sind hier in diesem Krieg. Gegen Gott, gegen ihren Lord und Herren. Ja, sie sind eingetreten gegen uns. Was soll's? Gott wird es richten müssen. Wir könnten jetzt verbrannte Erde zurücklassen. Das macht das Land für unseren Gegner unattraktiv. Es erhöht die Zermürbung für den Feind. Die Belagerung würde jetzt länger dauern für den Feind. Das heißt, das ist natürlich eher was, wenn ihr defensiv kämpft oder irgendwie im Rückzug begriffen seid. Ihr macht einfach Schaden an der Provinz über Zeit. Gleichzeitig könnt ihr Provinzen auch plündern. Wenn diese Provinz jetzt uns gehören würde, können wir hier 12 Dukaten rausholen. Allerdings auch wieder über Zeit. Das heißt, man kann auch ein bisschen Gewinn machen, indem man einfach nur die Provinzen besetzt. Wenn wir die Provinzen besetzen, werden sie zudem Schaden erleiden. Und das bringt uns eigentlich zum letzten Punkt, nämlich ja, den Folgen des Krieges. Wenn ich jetzt noch den richtigen Reiter mir gemerkt hätte, wo ich die Verwüstung finde. Da haben wir sie schon. Verwüstung. Sehen wir schon. Die Karte ist nicht, ja, komplett gedeckt in Grau. Es gibt leichte Verwüstung. Noch ganz, ganz wenig. Ja, wir haben ja gerade erst angefangen mit diesem Krieg. In Florenz 0,78%. Kann aber dann immer weiter hochgehen. Und dadurch die Provinz, ja, verheeren für die Zukunft. Es dauert dann eine Weile, bis sie wieder, ja, prosperiert und Wohlstand abwerfen kann. Das haben sie geändert, glaube ich, mit Mandate of Heaven, um einfach die Kriegsfolgen, ja, noch zu einem dramatischeren Faktor zu machen. Ansonsten, wenn wir einen für uns vorteilhaften Friedensvertrag schließen sollten, Frieden verhandeln, und wir sagen, hey, wir fordern alles, was ihr habt, vergesst nicht diese Zahl, die aggressive Expansion. Wenn ich jetzt ganz Florenz schlucken würde, würde sich ja die halbe Welt gegen uns erheben, in allererster Linie unsere Nachbarn und dann aber auch immer, immer weiter. Ihr seht, das gäbe an. Rot ist die Allianz, die sich gegen uns bilden könnte, die dann gegen uns zuschlagen würden. Das verhindert einfach, dass man ja ohne Ende Land schluckt und das quasi ungesühnt bleibt. Das heißt, wir müssten wirklich strategisch vorgehen. In diesem Krieg könnten wir wahrscheinlich nicht mehr als Arezzo nehmen. Schon Florenz würde uns mit unseren Nachbarn ziemlich in Konflikt bringen. In diesem Sinne vertrauen wir auf Gott, dass wir diesen Krieg noch irgendwie gewinnen. Ich lasse es mal im Ungewissen, ob das gut gehen kann. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, konntet hier was lernen. Ich verweise an der Stelle vielleicht auch noch auf meine Grundlagen-Tutorial. Verlinke ich noch am Ende. Sonst, es werden weitere Tutorials folgen, unter anderem zur Wirtschaft, zu den Institutionen, zu dem Handel, Religionen eventuell, auf jeden Fall zur Kolonisierung. Alles einzelne spezifische Themen, über die man Ewigkeiten reden kann. Ich bin jetzt hier nicht in jedes Detail gegangen. Gerade was Belagerungen angeht, zu den einzelnen Mechaniken. Das ist was, auch womit ich mich nach wie vor teilweise auch echt schwer tue, das 100% zu verstehen. Ich hoffe, ihr habt in den Grundzügen alles verstanden. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik habt, passt das wunderbar in die Kommentare. Ansonsten sieht man sich vielleicht bei einem Let's Play und wir gehen jetzt mit fliegenden Fahnen unter, stellen uns der Schlacht. Beziehungsweise wir müssen uns gar nicht mehr stellen, wir verlieren es auch so, und zwar an allen Fronten. In diesem Sinne, ich verabschiede mich auch für den Tod. Für Gott. Tschüss.